deutscher Mountain Dew, nein. Deutscher Mountain Dew gegen US Mountain Dew. Cheater. Da fällt mir noch, also Fun Fact hier, ich war auf der, ach Gott, wann war das? Anime Night 2010, wo ja Doug Walker zu Gast war, also der eine oder andere wird ihn kennen als Nostalgia Critic. Und der hatte da das erste Mal den deutschen Mountain Dew probiert. Und es ist wohl auch für den amerikanischen Geschmack so, weil er hat einfach, also wortwörtlich gesagt, you guys put a lot of sugar in there. Sagt der Ami zu einem deutschen Getränk, ernsthaft. Ja, und das spricht wirklich, sagen wir mal, für den deutschen Mountain Dew, dass der noch süßer ist. Warum hast du denn eigentlich gekrallt? Ich will den. Ist ja wurscht. Aber jetzt probieren wir, ob es auch stimmt. Also war ja eh schon unser Eindruck. Weil wenn du mit dem Süßeren anfängst, macht es wenig Sinn. Wir wissen ja aber nicht, welcher süßer ist. Wir gehen es mal davon aus. Beweisstück F. Mhm. Okay, direkt dagegen. Süßer, aber im Abgang limettiger. Ja, also der ist einfach immer noch mehr Kohlensäure, wesentlich mehr Kohlensäure. Der ist einfach, also der hier ist einfach in allem intensiver. Und Kohlensäure intensiver. Besser. Ja, dadurch. Alles in allem dadurch besser. Ja, gibt's einfach nichts zu sagen. Wobei ich vom Styling sagen muss, ich hätte gern den Inhalt mit dem Styling. Für mich persönlich jetzt. Ich finde das wesentlich cooler. Vor allem, weil ich auch eher ein Fan von einem dunkelgrüneren Farbton bin. Wobei ich finde die auch nicht schlecht. British Racing Green rein. Also ich finde die auch nicht schlecht. Ich finde die auch vom Design her wunderbar. Vor allem finde ich das, dieses Verdrehte in sich, finde ich eigentlich. Ja, wobei ich sagen muss, wenn du es dir anguckst, sieht es ein bisschen aus wie ein Waschmittelhersteller. Ja. Gell? Das sieht aus wie eine Waschmittelpackung. Ja. Was ich lustig finde, weißt du, für die dummen Deutschen muss man Mountain ausschreiben, ja, damit die auch wissen, was ist denn hier dieses Mountain Def? Mountain Def. Und dann kommen sie daher nach Amiland und sind. Aber alles in allem bleibt das gute deutsche Produkt siegreich gegenüber dem anderen. Ah ja. Genau. Mehr davon. Ich liebe es. Das Zeug ist der Hammer. Ach ja. Prost. Ist selten, aber wäre auch bewiesen, dass die Deutschen einfach noch mehr Zucker reinballern können als die Amis. Ja, habe ich jetzt nicht gedacht, aber wohl. Prost! In diesem Sinne. Adios. Ugh.